Und damit recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In meinem letzten Projekt habe ich ja diesen schicken Hocker gebaut. Und da sind beim Zuschnitt des Bergahorns tolle Reste angefallen. Und die haben halt eben so ausgesehen. Ich habe den Bergahorn gesehen. Und da wurde mir gesagt, hey Philipp, bau doch daraus einen tollen Couchtisch. Das werden wir heute machen. Das ergibt aber auch einige Strapazen, die wir gleich haben werden. Denn bei so einem Stück hat man natürlich eine sehr, sehr verwachsene Maserung. Und das heißt, man kann das nicht einfach hobeln. Da muss heute mal der Breitbandschleifer an Überbreite ran. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Weil ich ihn aber vor ein paar Wochen verstellt habe, müssen wir ihn wahrscheinlich heute erst einmal richtig wieder einstellen. Ah, ist ein bisschen klein, oder? Ein bisschen größer kann schon sein. Wir holen die Scheibe, die ist ein bisschen größer. Um diese extremen Hochpunkte wegzubekommen, werden wir die jetzt trotzdem erstmal durch die Dicke schicken. Und dann können wir uns schon mal so ein bisschen vorstellen, wie das ganze Holz hier aussieht. Das wird nämlich richtig schick. Genau das hier meine ich. Das sieht richtig toll schon aus. Und da ist noch nicht einmal ein Öl drauf. Aber wir sehen auch hier schon überall diese ganzen Ausrisse. An manchen Stellen ist das recht viel. Also ich schätze mal, dass wir locker einen Millimeter auch wegschleifen müssen. Und deswegen gehen wir mal jetzt zum Breitband. Wir können den Breitband jetzt schon fast als Hobelmaschine sehen. Denn wir müssen noch richtig viel Material wegholen. Für einen feinen Schliff ist das jetzt erstmal nicht gedacht. Wir wollen erstmal diese Ausrisse rausschleifen. Und deswegen kommt jetzt mal eine 60er Körnung drauf. Und da werden wir gleich mal an einem Teststück schauen, wie gleichmäßig wir links und rechts das Ganze wegschleifen, weil ich hatte einen Bedienerfehler, weswegen ich gedacht habe, dass das Bett nicht richtig eingestellt ist. Aber wir schauen gleich mal weiter. Eine 60er Körnung für den guten Breitband. Um jetzt mal zu sehen, wie gleichmäßig ich links und rechts schleife, werde ich hier diese beiden Leisten zunächst einmal auf einer Seite hintereinander schleifen, damit die exakt gleiche Dicke haben. Und von da aus können wir dann immer uns beimessen, wie viel Versatz wir haben. Wie gesagt, ich habe die Maschine verstellt, weil ich habe die Spindel nicht runter und dann wieder hochgedreht, sondern immer beim Schleifen nur runter. Und da schätze ich, dass halt eben der Schleifkopf im Gewinde so ein bisschen Spiel hatte. Das sind jetzt genau diese 6/10 Fehleinstellungen, die ich hatte. Und da hatte ich nämlich auch hier diese Skala angepasst. Und jetzt stelle ich sie im Prinzip einfach wieder so ein, wie sie vorher auch original war. Wie gesagt, das war mein Fehler. Deswegen stellen wir das Ganze jetzt auf 17,4 ein, weil das ist nämlich das richtige Maß und nicht das, was ich hier der Maschine angetan habe. Ich habe erstmal alles eingestellt und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie das geworden ist. Ich hole euch ganz bewusst an diese Stelle ein bisschen näher ran, denn hier sieht man so einen leichten Versatz noch. Also hier haben wir so eine Linie. Das ist aber wirklich minimalst. Man sieht es, aber man fühlt es schon fast nicht mehr. Und dafür haben wir halt eben jetzt eine bündig bzw. eine flächig geschliffene Oberfläche. Und das ist echt gut. Im Breitband hatten wir einen 60er Korn. Jetzt können wir das Ganze mit 80er Korn am Langbandschleifer noch einmal ein bisschen verschleifen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, jetzt probieren wir einfach mal aus, die Sägekante von der Fällung damals so ein bisschen zu verschnörkeln, dass es schön anzusehen ist. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ich habe mir gerade ein relativ großes Stück Haut rausgerissen, deswegen schaue ich, dass ich hier diese weichen Stücke, dass ich die entferne, dass sich da niemand dran verletzt. Ich habe mir ein paar Overgull-Reste zusammengesucht, habe die hergerichtet, habe sie auf Dicke geschliffen, um solche Butterfly-ähnlichen Einsätze herzustellen, weil das Ganze ist ja für draußen gedacht, deswegen wäre so ein Holzkit nicht geeignet, weil das Holz dann zu sehr arbeitet, der Kit allerdings nicht. Die Teile können wir jetzt einfach in das Holz reinpacken. Dachte ich! Hat länger gedauert als gedacht, wie jedes Mal, habt ihr da was dazugelernt. Ich werde euch zeigen, wie es einfach mit der Oberfräse geht
und wie es aussieht, wenn man es nicht so gut von Hand kann. Hier seht ihr drei Versuche. Bei dem ersten, weiter da oben, den seht ihr nicht, hat es ganz gut funktioniert. Aber hier haben wir einfach zu große Spaltmaße. Wenn man genau hinschaut, sehen wir nämlich auch hier einen richtig unschönen Spalt. Das ist einfach nur PU-Kleber mit Sägespänen. Und das sieht nicht schick aus. Deswegen machen wir das einmal neu. Wir machen das einmal richtig und ich zeige euch, wie es mit der Oberfräse geht, damit es dann halt eben so aussieht. Ich habe euch sehr nah rangeholt und ihr seht, das ist ein richtig sauberer Übergang. Ganz kurze Erklärung, wie das mit diesem Kopierring funktioniert. Ich habe einen 8mm Fräser und einen 17mm Kopierring. Ich möchte aus diesen 8mm Fräserdurchmesser eine Nut fräsen, beziehungsweise einen Einlass, der, wie Bretthansch gemacht, 14. Das bedeutet, ich muss bei den 8mm 6 dazu rechnen, damit ich auf 14mm bin. Das heißt, unsere Breite hier muss die Hülsendicke plus diese 6mm haben und das ist hier der Abstand. Die Länge gleich. Mehr ist es nicht. Es ist ganz, ganz simpel. Ne? Habe ich eben mir ganz viel den Kopf zerdacht. Das ist meine Vorrichtung. Könnt ihr mich noch sehen? Zwei Streifen, zwei große Streifen mit Klebeband zusammengeklebt. Das war's. Ich hätte gerne hier so einen Einlass. Der nächste soll ungefähr hier sein. Ich nehme jetzt meine Vorrichtung, lege mir die hier so hin und kann das Ganze festspinnen, zwingen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Die Ecken der Fräsung habe ich natürlich noch eckig gestemmt von Hand und danach ging es schon an die Zapfen, die ich einfach zuschneiden konnte. Aus einigen Mari-Teilen habe ich gerade ein paar Leisten rausgeschnitten, habe die zurechtgehobelt und da können jetzt erstmal die Langlochbohrverbinder markiert werden und dann können wir die einmal bohren und dann können wir einmal alles probehalber zusammenstecken. Passt richtig gut. Ich packe jetzt wieder ein bisschen Wasser auf die Oberfläche, damit ich es gleich noch einmal flächig schleifen kann. Diesen PU-Airline, den ich hier benutzt habe, der ist jetzt übrigens auch neu im Online-Shop. Der ist auch von der Marke, von dem ich auch meinen D3 Weißline benutze, und zwar Kleiberit. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, ein super tolles Produkt. Vor allem ist das Schöne folgendes. Ihr werdet diesen Deckel hier niemals suchen müssen, weil den könnt ihr einfach abschrauben. Das bedeutet, die Reste, die hier oben jetzt drauf sind, die könnt ihr dann auch einfach abziehen. Und schon ist eure Flasche wieder sauber und ihr könnt sie ganz einfach benutzen.
Till hatte jetzt genug Zeit, um einzuziehen. Und ich finde es mal schön, Couchtisch zu sehen, der keine rechteckige Platte hat, sondern einfach nur das zeigt, was die Natur quasi so erschaffen hat. Und das gefällt mir ebenso gut an diesem Tisch. Schön, dass ich dieses Stück Holz hier nicht weggeschmissen habe. Leute, wenn euch solche Projekte gefallen, abonniert gerne den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das wird mir unglaublich weiterhelfen. Ciao.